Aktuell ist es sehr, sehr schwierig für mich. Ich habe wahnsinnige Schmerzen und ich werde nicht das leisten können, was wahrscheinlich von uns oder auch den anderen Mädels und dann auch von mir gefordert werden würde. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass ich das jetzt erst alles abkläre. Ich muss sagen, ich finde es sehr schade, dass Jasmin nicht mehr zu uns zurückkommen kann, denn ich habe super viel Potenzial in ihr gesehen. Aber Gesundheit? Sie geht nun mal immer vor. Aber wer weiß, vielleicht sehe ich sie ja irgendwann wieder hier bei Germany's Next Topmodel. Ich wünsche dir alles, alles Gute und vor allen Dingen gute Besserung, Jasmin. Mua! Der ist an dich. Es hat Spaß gemacht, es war echt cool. Am Anfang musst du dich echt dran gewöhnen, so, aber es war echt gut. Wir haben auch alles gemacht. Kein Stress, man fällt nicht hin. Celine hat gewonnen, die Beste aus der Gruppe. Ja, das ist gut, der Beste. Die kriegt eine Überraschung. Ich freue mich auch natürlich sehr, 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 dass ich die Beste in meiner Gruppe war. Aber gleichzeitig bin ich auch auf jeden Fall sehr, sehr traurig. Ja, Jasmin ist ausgestiegen, weil es ihr nicht so gut geht. Und sie wird jetzt im Krankenhaus erstmal bleiben. Und deswegen kann sie nicht hier hinkommen. Wir werden sie nicht sehen. Ja. Als Celine gesagt hat, Jasmin kommt nicht mehr zurück, das hat mein Herz gebrochen. Weil ich dachte wenigstens, ich werde sie sehen, wenn ich ankomme. Nee, nicht sogar darüber reden, mir geht's gut. Ich werde gleich meinen Scheiß weitermachen und dann spät. Guck mal. Ich sitze hier nicht in der Ecke, um getröstet zu werden. Ich sitze hier in der Ecke, weil ich einen Moment für mich selber gebraucht habe. Ich weiß. Freue dich darüber, dass du die Beste warst. Ich habe ja schon öfter mal erwähnt, dass Julien auch viel Show macht. Julien hat sich vorher so gefreut und dann kam die Kamera und danach waren sie dann so bam, so out. Aber dir geht's gut, du freust dich. Ja.